Hallo Chris, guten Abend. Hey Mystery, na, alles klar? Ah jo, klar. Ach ja, ich fühle mich richtig gut. Wir kommen immer weiter hier in unserer Stadt. Ja, das stimmt wohl, obwohl draußen Ja. schlechtes Wetter ist. Ja, aber echt, sieht so aus, als ob es noch gleich ein richtig heftiges Gewitter gibt. Ja. Und die Creeper sind auch schon wieder am Start, Ah, wie was ich immer. hasse. Du, hast du Lust, eine Erkundungstour zu machen? Ich hätte Bock, ein bisschen mal wieder mich equipen zu gehen, vielleicht was Neues zu finden, weil wir haben ja noch einiges vor uns hier. Ja, Hast du Lust? das auf jeden Fall, aber ich muss vorher meine Rüstung wegpacken, weil die ist ein bisschen kaputt. Ich würde gerne andere nehmen, aber du kannst mich ja beschützen. Du bist ja hier krass ausgerüstet mit dem Venom X-Blade und deiner Scale Armor. Ja, ich beschütze dich, meine. Das ist ja keine lange Erkundungstour. In der Not kann ich dich schon beschützen. Das ist kein Problem. Okay, super. Gut, Ich gehe kurz in meine dann. Dimension und pack alles weg. Bis gleich. Bis gleich. So. So, die Scale Armor kommt hier hin. Ja, da habe ich schon was. Dann kann ich gleich mal anziehen. Ah, cooler Helm. So, dann gehe ich mal wieder zurück, wo der Mystery ist. Schauen wir mal. So, Mystery? Ah, da bist du ja. Jo, Hi. hi. Guck Gut, meinen coolen dann würde ich Helm an. sagen. Ist der nicht cool? Von wem? Was ist das für ein Das Helm? Ist Schneehelm. das ein Schneehelm? Nice. Gut, dann würde ich sagen, let's go. Ja. Frieren tust du schon mal nicht. Nicht bei Regen. Nein. Hat der Tür zu machen? Ganz wichtig, sonst zieht's. Okay. Windig heute. Sesam, öffne dich. Abracadabra. Okay, ich freue mich drauf. Lass uns losgehen. Ja, okay. Oh shit, shit, was ist passiert? Was denn? Chris, Chris, Nein, was ist guck das mal! denn? Was? Oh Was Gott! zum Teufel? Wo kommen die denn her? Diese Gegner Mein habe ich ja noch Gott! nie gesehen. Was sind das für Oh mein Kühe? Gott! Chris, pass Nein, auf! nein, Hilfe! Hallo Chris. Tut mir leid, dass du diese Schmerzen gerade ertragen musstest. Glaub mir, ich wollte das wirklich nicht. Aber es ist notwendig, um dir diese Nachricht zu überbringen. Nachdem ich das getan habe, wirst du wiederbelebt werden. Mit all deinen Erinnerungen. Aber hör mir gut zu, was ich jetzt sage. In nächster Zeit werden schlimme Dinge passieren. Bis es soweit ist und alles vorbereitet ist, immer mal wieder etwas. Bis dann. Nennen wir es das große Finale kommt, in dem ich meinen Plan zu Ende bringen kann und meine Ruhe finden kann. Ich hoffe, du bist darauf vorbereitet, was passiert, wenn du es dir nicht schon denken kannst. Wirst du später erfahren. Es wird nicht einfach sein, aber notwendig, um all das endgültig zu beenden. Ich bin nicht der oder es. Oder die oder das, für die ihr mich haltet. Ich bin etwas anderes, was ich euch jetzt nicht erklären kann. Noch nicht. Ihr werdet es noch erfahren, aber seitdem ich damals getötet wurde, ist viel passiert. Sehr viel passiert. Und um das alles gerade zu biegen, um mich noch Schlimmeres zu verhindern, muss ich das tun, was ich bald tun werde. Verzeih mir.